heute geht's nach Prag für 4 Tage in den Urlaub und ich zeige euch jetzt mal meinen Reiseproviant, den ich jetzt so einpacke, denn wir wollen eigentlich nicht essen gehen und ja, aber und deswegen will ich einfach gut vorbereitet fahren. Das ist Grießbrei, den gibt es heute noch. Da freue ich mich drauf. Und heute Abend oder heute Mittag, das kann sich auch tauschen, eine Portion Dinkelnudeln mit selber gemachter Tomatensoße und Basilikum obendrauf. Dann geht es weiter. Mein Essen morgen, was ich mitnehme, das ist Hirse mit Gemüse, Sojasauce, Mushroomsoße, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Mais. Und das habe ich mir schon so auf 2 so Töpfchen aufgeteilt. Und dann habe ich hier immer so 100-grammweise mir Müsli gemacht. Und zwar sind da immer so drin Haferflocken und Kokoschips, Amaranth und Chia. Und das fülle ich dann einfach nur auf mit, hier habe ich 2 Haferdrinks. Die nehme ich mit und fülle das auf. Dann habe ich hier noch Rohkost mit, die einfach weg muss. Und zwar hier habe ich noch Tomaten, die weg müssen. Und hier ein paar Gurken, die zugegebenerweise nicht mehr, das ist übrigens kein Schimmel, die sind hier nur schon trocken, zugegebenerweise nicht so fit ausschauen, aber die werden dann einfach wie Chips reingesnackt. Die schneide ich mir auf und dann passt die Sache. Und für den absoluten Notfall habe ich noch mit eine Packung Haferflocken. So ein Alpro Go-On-Quark, also so ein Becher, den mag ich echt gerne. Und einen gesunden Brotaufstrich, falls es doch mal Brot oder Brötchen gibt. Genau, also ich denke, Vorbereitung ist alles und wenn ich mir das so anschaue, bin ich gut vorbereitet. So, die erste Etappe, bevor es jetzt richtig losgeht, ist nochmal frühstücken. Ich habe ja schon gefrühstückt, bin noch gut satt und deswegen trinke ich meinen Kaffee. Der ist schwarz und das ist nicht mein Frühstück. So, ich esse jetzt auch. Ich esse jetzt mein Obst und zwar esse ich Ananas und Erdbeeren und eine super, super reife Banane. Ich esse jetzt auf der Fahrt nach Prag meine Nudeln. So, ich lese jetzt hier gerade mein Buch fertig auf der Autofahrt. Das da. Und esse dabei meinen Grießbrei. Frühstückstime am Frühstückstisch. Also es gibt Buffet, da gibt es Müsli-Auswahl und Salat. Und dazu esse ich jetzt noch 2 Scheiben Brot. Also ich esse mich jetzt an dem Müsli und so richtig satt. Und Kaffee gibt es auch. Und das Buffet hier ist richtig putzig. So, jetzt gibt es ein bisschen was von meinem zu Hause vorgekochten Gemüsehirse. Wir haben hier voll den schönen Veggie-Laden entdeckt. Und das ist so ein Raw-Kuchen. Ich weiß noch gar nicht, wie der schmeckt. Ich probiere jetzt hier einfach mal ganz dreist ein Stück. Oder ist ganz schön hart. Ich glaube, das ist die pure Schokolade. Den gönnen wir uns jetzt zu zweit. Jetzt probiere ich den mal. Und muss sagen, der ist sehr gut, aber ultra schokoladig und ich glaube auch ganz schön unseriös, aber gut. Ich glaube, das hier ist Gemüse und das ist einfach Schokolade und mit Datteln gefüßt. Und man kann hier auch Falafeln essen und hier so vegetarische Pizzakuchen-Sachen und Pralinen und hier Raw Bites und hier, das schaut aus wie ein Cashew-Käsekuchen, also hier. Total toll, was wir hier da so entdeckt haben. Das spiegelt bloß. Und Chia-Pudding und ja, das gönnen wir uns jetzt. Bei mir muss jetzt noch mein Quark dran glauben. Da freue ich mich richtig drauf. Mampf, Mampf. Der hat auch richtig gute Werte. Also der hat wirklich nicht viele Kalorien. 71 mal 4. Also. Und hat gut Eiweiß. Ja, den lasse ich mir jetzt hier schmecken an irgendeinem Platz, an irgendeiner Metro-Station. Den werde ich jetzt essen. So, wir
mussten jetzt einfach nochmal zuschlagen. Wir haben nämlich ein veganes Restaurant entdeckt. Leider haben wir gar nicht so viel Hunger. Deswegen sind es nur ein paar Avocado-Makis geworden. Aber hier kann man auch Nudelsuppen und Shrimpsalat und Burger und was weiß ich nicht alles bestellen. Und die müssen jetzt schnell weggemampft werden. Ja, jetzt muss man so schnell essen. Ich finde das so cool. Hier kann man Sommerrolls bestellen, Salate, Shrimpsersatz, vegane Schnitzel, Thai Curry, dann hier eben lauter vegane Sachen. Das finde ich so cool. Freut mich voll. So, auch heute habe ich wieder vor, mich hier richtig schön satt zu essen. Hier sieht man übrigens mal das Buffet. Da sind Brötchen und da ist so Kuchenzeug und Müsli und da ist Wurst und Käse und so Zeug. Und ich esse jetzt hier so Frühstücksreis. Den probiere ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie der schmeckt. Mh, wie Vollkornmilchreis. Und ein bisschen Salat dazu, zwei Scheiben Brot und Müsli. Aber das ist erst der erste Gang. So, zweiter und letzter Gang, noch eine Schüssel Müsli und noch eine ganz kleine Portion Gemüsereis. Und das war's dann mit Frühstück. So ihr Lieben, ich mache gerade mal eine Kaffeepause. Ja, der Zoo ist hier voll toll. Ich kann natürlich jetzt nicht... Wir sind jetzt fertig mit dem Zoo, haben ultra Hunger. Und jetzt gehen wir mal in diesen ultra seriösen Club. Da kann man nämlich auch was essen. Eintritt ist frei, vielleicht trinken wir was. Es ist jetzt nachmittags kurz nach drei. Und freuen uns mal hier an dieser Action. Ich finde das super, super lustig hier. Mal gucken, das soll auch drinnen super krass ausschauen. Macht auf jeden Fall richtig neugierig. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier da so abgeht. So, weil ich jetzt gar so großen Hunger hatte heute, gibt es jetzt ein Spätnachmittagsessen mit Pommes und Burger und Rote-Bete-Salat und einen Veggie-Burger, also der richtig, richtig lecker ausschaut. Und da freue ich mich jetzt total drauf. Ja, man muss sich ja auch mal was gönnen. Das habe ich schon fast aufgegessen, aber jetzt wollte ich euch das hier noch mal zeigen. Wir haben hier oben ganz viel Brötchen. Dann haben wir hier eine Schicht Hummus, Tomate, Salat, auch noch mal Hummus. Und der Patty besteht irgendwie aus Rote Beete, Linsen und Kartoffeln. So schmeckt es zumindest irgendwie, also richtig gut. Ich wollte euch das nur noch mal so zeigen. Und jetzt esse ich gar auf. Ihr seht hier Salat und Vollkornbrot, ein bisschen Porridge und ein bisschen Müsli. Bevor es jetzt zum Sommerrodeln geht, mache ich jetzt hier Brotzeit. Hier habe ich ein ganz kleines Mini-Brot und ein längliches Vollkornbaguette und zwei Vollkornbrötchen. Und dann waren wir im Kaufland und da habe ich nichts Veganes als Aufstrich gefunden. Beziehungsweise, die haben glaube ich in Tschechien nicht dieses Vegan-Siegel, deswegen habe ich mir da süßen Senf geholt. Den lasse ich jetzt aber zu, den kann man auch daheim noch essen, weil wir haben jetzt hier noch einen DM gefunden. Und da habe ich mir hier so drei Alnatura-Aufstriche geholt. Hier. Und den habe ich ja noch von zu Hause mitgebracht. Und... dann mache ich mir jetzt belegte Brötchen, einmal für jetzt eins und für später dann beim Schwimmen. So schaut jetzt die Bilanz nach dem Brunchen aus. Also, ich habe jetzt hier nur dieses kleine Brot gegessen, eine Hälfte mit diesem Aufstrich, der echt richtig lecker schmeckt. Ein bisschen trocken ist der, aber schmeckt sehr, sehr gut. Da ist noch ein bisschen was drin. Und dann habe ich diesen Aufstrich probiert und den muss ich leider so wie er ist entsorgen. Ich bin wahrscheinlich schon zu lange Veganer. Mir war nicht klar, was Zwiebelschmalz ist. Ich habe da irgendwie gedacht, das ist so ein Brotaufstrich mit Zwiebelgeschmack, aber das ist ein Fettaufstrich. Es schmeckt wie Margarine mit Zwiebelgeschmack und das kann ich echt nicht essen, da wird mir schlecht. Den werde ich leider so wie er ist entsorgen, so schade wie es ist. Kann man nichts machen. Ich war halt dumm. Der hier ist noch zugeblieben. Und der hier, der ist richtig, richtig lecker. Der schmeckt total fruchtig, gemüsig, tomatig, Paprika, Möhre. Also so wie ein richtig guter Gemüseaufstrich schmecken sollte. Den würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen.
Und der hat auch richtig gute Werte, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Der süße Senf ist noch zu. Und ich habe mir halt für später dann mit diesen beiden Ausstrichen, also den hier, nee, falsch, den hier und den hier habe ich mir eben drei Brötchen quasi gemacht. Für später, für nach dem Schwimmen und für heute Abend gleich mit. Und so schaut die Bilanz aus. Also wie gesagt, der wird halt weggeschmissen. Der ist fast leer, der ist offen und der ist noch zu. Und der ist auch noch zu. So, und das ist jetzt das Abendessen. Wir teilen das aber durch zwei. Und also 12 Stück für mich und 12 Stück für meine Begleitung. Da fehlt allerdings schon eins. Und Wasabi und Ingwer. Da fehlt noch eins, habt ihr es gesehen? Und Sojasauce. Yum, yum. So, letztes Frühstück hier in Pilsen. Und zwar ein Körnerbrot, ein bisschen Marmelade. Gemüse und ein Müsli, eine kleine Schale und ein Kaffee und ein Wasser. Übrigens ein sehr, sehr, sehr schönes Buffet. So, es geht jetzt ab in die Heimat. Das war mein Food Diary für 5 Tage. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gut gefallen. Ich denke, im Großen und Ganzen habe ich mich relativ gut ernährt. Ich feiere das ein bisschen, dass ich auch überall Sojamilch bekommen habe. Das feiere ich, dass es keine Kuhmilch war. Das Müsli war auch okay, es war gezuckert, aber mein Gott, es war okay. Ansonsten hat mir das Essen immer gut geschmeckt. Ich bin vegan ausgekommen und das freut mich sehr, ohne dass ich jetzt irgendwie verhungern musste. Und wenn ihr euch weiterhin im Urlaub solche Videos auch wünscht, dann sagt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und sagt mir mal euer liebstes Urlaubsessen, das würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen nach oben und abonniert mich weiter fleißig. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.